So, hallo, herzlich willkommen. Gott, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie heftig das ist. Ich werde die ganze Zeit von hinten, von dieser Lampe hier angeleuchtet und, boah, ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel schwitzt. Boah, okay, weiter geht's. Hier haben wir Aiori Ayoshi. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich das Ding hier gesammelt habe. Und Aiori Ayoshi ist im Grunde einfach ein Harem mit Edgy-Harem auf klassisch. Also wirklich klassisch. Nicht so übertrieben, wie es heutzutage ist mit, keine Ahnung, mit Makenki oder was auch immer. Es ist wirklich wesentlich sanfter und hat viel, viel mehr Romance-Geschichte drin. Also im Grunde weiß man eigentlich schon, wer am Ende zusammenkommt, aber es gibt trotzdem potenzielle Liebhaber, die ab und zu mal so, ich sag mal, dieses eigentlich vorgesehene Ende versuchen ein bisschen anzurütteln, ja. Sehr schöne Geschichte, sehr dramatisch, weil die zwei schon füreinander bestimmt werden von den Eltern, ja, und damit quasi nicht so klarkommen, beziehungsweise schon klarkommen, aber irgendwie ist es natürlich auch, es ist halt ein Konflikt, vor allem weil er nicht mehr, also unser Hauptcharakter möchte eigentlich nicht in diese Firma oder da irgendwie Oberhaupt von dieser Firma werden, weil er von dem Vater oder von dem Besitzer dieser Firma, was der Vater, glaube ich, von Aoi war, also von dem Mädel, von der Frau, von der jungen Frau, wurde er sehr getriezt und ich glaube geschlagen und alles, also richtig mies behandelt. Weshalb Aoi gerade das komplette Gegenteil ist. Also sie ist sehr ruhig, sie ist sehr liebevoll, sie kümmert sich um ihren Mann sehr liebevoll, kocht ihm immer was Schönes und versucht ihm, es so gut gehen zu lassen, wie es halt nur ist. Im Grunde ist es halt ein totaler, ey, man kennt's ja, es ist irgendwie schon eine Traumwelt, aber es ist halt auch irgendwie sehr, sehr schön, sehr lieblich, sehr ruhig. Ich kann es ehrlich gesagt nur ans Herz legen. Ich glaube, es dürft ihr heute auch immer noch, obwohl es nicht mehr nachgeproduziert wird von Egmont, trotzdem noch, ich merke gerade, Drecks. Blöde Spinnenweben. Das lasse ich nicht zu. Ha, ekelhaft. Ah, kein Wunder, tut bei mir immer die Nase jucken, wenn überall Spinnenhuddeln sind. Dabei mache ich immer sauber. Ich mache alle das Wochenende sauber, aber es bringt scheinbar nichts. So, okay, das einmal abgehackt. Ha, jetzt kommt, oh Gott, jetzt kommen wir zu dem. Ja, das ist schön. Warum habe ich hier Neon Genesis Evangelion noch drin? Neon Genesis Evangelion ist ja nicht nur für mich persönlich ziemlich genial. Ich liebe Neon Genesis Evangelion. Aber vor allem ist es so eine Reihe, die begleitet mich einfach schon sehr, 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 sehr lange. Kenner wissen es natürlich, die Manga sind ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur noch alle 2 bzw. 2,5 Jahre rausgekommen. Ich glaube, es war nie länger als 2,5 oder so, aber es ist 2,5 Jahre. Überleg mal, 2 Jahre. Ihr wartet 2 Jahre auf einen Band. Ich habe 2 Jahre von Band 12 auf Band 13 gewartet. Ich meine es zumindest. Oder es war tatsächlich nur 1 Jahr. Also irgendwann war es dann 1 Jahr und dann brannt es dann mit den 2-Jahres-Rücken. Ganz krass auf jeden Fall. Auf jeden Fall lang. Ja, selbst wenn ich jetzt Bullshit rede, lang reicht auf jeden Fall. Also mindestens 1 Jahr. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass bei manchmal sogar 2 Jahre drin waren. So ganz, ich habe jetzt nichts zum Nachgucken. Ihr habt wahrscheinlich Wikipedia. Ja, deswegen wisst ihr das wahrscheinlich eher. Aber auf jeden Fall ganz krass. Aber Neon Genesis Evangelion ist für mich einfach berechtigter Kult. Und auch wenn viele sagen, oh, das ist total überhypte Scheiße und was weiß ich. Nee, ich finde Neon Genesis Evangelion richtig genial und ich freue mich auf das Ende. Und zwar den letzten Band, Band Nummer 14. Und wenn wir kulant geile Carlsen Comic Verlag Menschen haben, dann kriegen wir noch auch den Zusatzmanga, er quasi als Sequel oder so noch dazu schreibt mit einem völlig anderen Charakter. Hat nur so viel geteased. Plus die CD, die er immer gehört hat, während er an dem Manga gearbeitet hat. Das gibt's in Japan als letzte Edition quasi in einem Bundle. Und das wäre eine mega geile Aktion, wenn es das bei Carlsen in Deutschland auch gäbe. Wenn nicht, bin ich ein bisschen enttäuscht.
dann überlege ich mir eventuell sogar die japanische Edition noch zusätzlich zu holen oder vielleicht sogar die englische, wenn es in England so gemacht werden würde. Natürlich wäre das natürlich auch, dann würde ich mir auch die amerikanisch-englische Version kaufen. Also Deutschland, machet mir. Hier, tut mich nicht so enttäuschen. Kümmert euch auch um die alten Serien. So, dann habe ich Suzuka. Suzuka ist ein super spitze, toller Drama-Sport-Anime, der im Manga ein bisschen mehr Haut zeigt, aber echt nur minimal. Es ist nahezu, der Anime ist eigentlich ziemlich getreu dem Manga bisher, außer dass der Anime gerne mal, der Manga ab und aber wirklich nur ab und zu mal einen Edgy-Moment zeigt. Aber das ist wirklich so minimal. Es dreht sich in Suzuka nach wie vor um Drama und Romance. Sehr krass. Es geht sehr viel hin und her, was Frauen, also was Beziehungen vom Hauptcharakter zum Rest der Frauen und so weiter angeht. Also es ist richtig, richtig, richtig krass. Und hier sieht man die zwei zum Beispiel. Man ist immer für die zwei, aber sie zum Beispiel ist halt eine ganz schwierige Person. Wahrscheinlich Skorpion oder so. Ich kenne es ja selber, ich bin ja auch Skorpion, ich bin auch nicht leicht. Auf jeden Fall, sie macht es irgendwie immer, sie versteht irgendwie immer Dinge falsch und keine Ahnung, dann ist er wieder mega scheiße. Also sie ist Suzuka, seinen Namen habe ich gerade vergessen. Und deswegen denkt er sich dann immer, fuck it, dann gehe ich halt zu einer, die mich liebevoller behandelt und ist dann wieder mit irgendeiner anderen zusammen. Und das ist so ganz krass, das ist so richtig, richtig, es ist quasi GZSZ für Jungs. Ja doch, das kann man echt so sagen. Aber es ist richtig gut. Suzuka hat einen richtig tollen Flow an Story und es dreht sich halt darum. Yamato? Heißt er nicht Yamato? Ja, ich bin so gut. Shit, yeah, ich bin so gut. Ich freue mich echt, dass ich den Namen noch weiß. Scheiße, geil. Okay, Yamato. Yamato ist unser Hauptcharakter, unser männlicher. Und er läuft halt eines Tages, also er kommt in so eine Art WG oder, nee, was ist, wie nennt man das? Bei so einer House Lady halt, Landlord. Das ist seine Tante und er bekommt halt dort in dem, in der Mietwohnungs, ihr kennt es ja, so große Mietwohnungen, die so aneinander geplockt sind in so einem Hochhaus oder was auch immer. Und sie ist halt die Vermieterin und er lebt dort halt dann in einem Raum geht halt dann dort auch zur Schule. Und Suzuka lebt halt auch in dem Komplex und isst halt auch bei der Tante zu Abend und so weiter, weil die sich gut kennen und bla. Und Suzuka ist halt ein Mädel, die ist halt so voll auf Sport aus und ist halt auf Hochsprung getrimmt. Und sie möchte halt ihren Rekord brechen, weil alle erwarten von ihr, weil sie ist so eine ganz tolle, hoch angesehene Person, fast schon Idol der Schule. Und sie hatte halt den Druck drauf, dass sie sich immer wieder verbessern muss, immer wieder besser werden muss. Und in den Spielen dann, die es dann gibt, diese Wettkämpfe und so weiter, dann halt auch gewinnen muss und eventuell vielleicht sogar in die internationalen Ligen oder so reinrutscht. Und deshalb gibt sie sich halt alles und als sie das eben halt so eine Trainingssession hat, sieht man Yamato, wie er da am Sportplatz so vorbeiläuft und er sieht halt, wie sie sich voll reinhängt und darüber springt und in dem Moment macht's Klick und er verliebt sich halt in sie. Und damit hört dann halt dieser schöne Schein dann auch bald schon wieder auf, weil er merkt, dass das eine ziemlich, in Anführungsstrichen, wirklich anfangs dumme Kuh ist, die gar nicht so süß ist, so nach dem Motto, du bist gar nicht so süß, wie ich dir es vorgestellt habe. Und aber trotzdem, was ich liebe, das neckt sich, sagt man ja immer so schön. Und ja, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Es ist sehr cool. Es wird noch sehr, sehr dramatisch mit so Sachen wie... Ja, nee, möchte ich nicht sagen. Echt eine Empfehlung wert von Del Rey. Sehr, sehr geil. Auch ein bisschen... Man muss sich das Ganze ein bisschen zusammenklappaustern. Aber es ist bei weitem, glaube ich, noch keine Serie, die großartig in die teuren Bereiche geht. So. Hier haben wir noch ein Manga-Artbook, wenn man das so nennen kann. Es ist trotzdem ein Artbook, ja, auch wenn es klein ist, von Icon. Das erspare ich euch jetzt mal, weil ich weiß, dass viele nicht Icon nicht so toll finden. Also von dem Manga wohl bemerkt, nicht vom Anime. Das ist ein Manga-Artbook vom Zeichner. Und ja, fand ich irgendwie ganz putzig so die Form und war auch nicht so teuer. Habe ich mir mal gegönnt. Warum das hier ist und nicht da unten? Keine Ahnung. Weiß es nicht.
Dann ein von Planet Manga, ein etwas, ein wirklich älterer Manga, und zwar Najika. Najika kennt, glaube ich, ein paar noch aus meiner Generation und die, alle, die älter sind, wahrscheinlich ebenfalls. Es gab eine TV-Serie, ich glaube auf Viva. Blitzkrieg Tactics Najika oder so hieß es, glaube ich, im Original. Und es geht halt um eine Agentin, Najika. Das ist, hat so ein bisschen James Bond Flair, und ihre Begleiterin, die man, glaube ich, nie auf den Cover sieht, weil man immer nur Najika sieht, ist wie bei Aika. Bei Aika dreht es auch immer nur um Aika, obwohl es auch mal ein paar coole Nebencharaktere geht. Ist irgendwie einfach so. Ist so quasi ein weiblicher James Bond mit einer weiblichen Androiden als Assistentin. Ja, Punkt. Mehr nicht. Stories sind nicht gerade berauschend, aber es ist durchaus unterhaltsam. Und wer halt so James Bond Kram mag und ja, eine taffe Frau sehen will, Najika ist da auf jeden Fall eine gute Hausnummer dafür. Okay. Ja, ich würde sagen, auch hier mache ich wieder einen Cut. Bis zum nächsten Teil. Und ja, wir sehen uns. Beziehungsweise der Mangaschrank sieht euch.